Ja, hallo Leute, ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch und zwar ist es, wie Bosch das sagt, der stärkste 18 Volt Akkuschrauber der Welt, der GSR 18V-150C und den würde ich euch gerne mal etwas genauer vorstellen und wenn ihr Lust habt, dann bleibt dabei, denn nach dem Intro geht's direkt los. Ja, gucken wir uns den Lieferumfang mal genauer an und wie wir das von Bosch kennen, gibt es ja bei Akkugeräten immer verschiedene Variationen zu kaufen. Hier, das ist jetzt die reine Solo-Variante im Karton, das heißt ohne Akkus, ohne Ladegeräte, ideal für alle, die dies bereits in der Werkstatt genügend vorhanden haben und sich so eben kostengünstig das reine Gerät kaufen möchten. Ja, die weitere Variation wäre jetzt noch die L-Box als Solo-Variante, das heißt nicht im Karton geliefert, sondern in der L-Box. Und als Komplettset gibt es das Ganze dann auch noch mit zwei 18 Volt 8 Ampere Pro Core Akkus und dem Ladegerät 1880 CV. Dann eben als Komplettset auch mit dem Connectivity Modul, was jetzt hier in meiner Version noch nicht dabei ist, aber was ohne Probleme hier durch Aufschrauben von dem Deckel eingebaut werden kann. Ja, also das ist eine ganz kurze und schnelle Sache, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal genauer an, was hier alles dabei ist. Und zwar sehen wir haben hier noch den Zusatzhandgriff und den Tiefenanschlag dazu. Das ist ideal, wenn wir bohren möchten. Und natürlich ist auch der obligatorische Gürtelclip dabei und auch hier dieser Bithalter, wie wir das von vielen anderen Akkuschraubern schon kennen. Und auch die Bedienungsanleitung, wo wir unbedingt mal reingucken sollten. Denn da steht zum Beispiel auch drin, dass dieser Akkuschrauber nur mit dem Zusatzhandgriff bedient werden darf, aufgrund seines hohen Drehmoments. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal genauer an und gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Fangen wir ganz vorne an. Natürlich haben wir hier ein Bohrfutter in 13 mm, ein Handbohrfutter. Das bedeutet, ich kann einen Bohrer oder ähnliches einstecken und mit einer Hand festdrehen. Das Getriebe, das sperrt hier automatisch und ich kann dann also bequem mit einer Hand festziehen. Im nächsten Bereich nach hinten haben wir hier diese Drehmomenteinstellung. Das bedeutet, wenn ich im Schraubfall bin und schraube eine Schraube ein, kann ich hiermit festlegen, wie fest soll die Schraube quasi festgezogen werden und der Akkuschrauber schaltet dann automatisch aus bzw. rattert durch und gibt keine Kraftübertragung mehr auf das Bohrfutter. Ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, die Drehmomenteinstellung für den Schraubfall. Das bedeutet, wenn ich die auf irgendeine Position eingestellt habe und ich möchte zwischendrin bohren, kann ich hier umschalten auf das Bohrsymbol und die Drehmomenteinstellung ist hier in dem Fall deaktiviert und es geht grundsätzlich die volle Leistung auf das Bohrfutter bzw. auf das Werkzeug. Ja, so viel dazu. Hier einen Schritt weiter hinten haben wir, wie man das natürlich schon kennt, die Umschaltung von den Gängen, das heißt erster und zweiter Gang, harter Schraubfall und weicher Schraubfall, wie man das auch sagen könnte. Und hier hinten sehen wir noch eine LED, dazu komme ich aber dann gleich noch. Ja, gehen wir einen Schritt weiter runter. Das Gerät liegt natürlich angenehm in der Hand und ich habe hier den Gasgebeschalter hier oben drüber, die Umschaltung für rechts und links, die ist dann hier mit dem Daumen bzw. mit dem Zeigefinger hin und her schalten kann. Und das funktioniert, wie wir das natürlich kennen, sehr, sehr komfortabel. Hier unten im Griff befindet sich dann das Bluetooth-Modul, beziehungsweise hier in dem Fall ist noch kein Bluetooth-Modul eingebaut. Aber hier kann ich das Deckelchen öffnen und das Modul mit der Batterie einstecken. Das ist dann auch wirklich ganz einfach. Und kommen wir mal zu der bedeutendsten Änderung oder Weiterentwicklung, wie ich das auch immer nennen möchte. Hier unten haben wir ein User Interface, so wie wir das von vielen Biturbo Geräten schon kennen. Das bedeutet, ich kann hier Einstellungen am Gerät vornehmen. Hier in dem Fall zum Beispiel die Winkeleinstellung, dazu komme ich gleich auch noch. Kickback Control und hier haben wir die LED zum Ausleuchten von dem Arbeitsbereich. Ja, das ist wirklich ein tolles Gerät, oder? Und ich finde, er liegt auch wirklich gut in der Hand, ja, wie wir das natürlich von anderen Geräten schon kennen. Haben wir hier auch wieder den Griff ergonomisch geformt und mit Gummi versehen.
Aber was mir bei diesem Akkuschrauber auffällt, ist, dass das gesamte Gehäuse mehr als bei anderen mit Gummi versehen ist. Und das hat natürlich auch einen wichtigen Grund. Denn das schützt nicht nur empfindliche Oberflächen, wenn der Akkuschrauber mal irgendwo aufgelegt wird oder hinfällt, sondern es schützt vor allen Dingen den Akkuschrauber selbst, wenn er mal runterfallen sollte, auf den Betonboden oder wie auch immer. Dann ist natürlich ein Sturz auf Gummiteile schonender für das Gerät, als wenn der Akkuschrauber direkt auf sein Kunststoffgehäuse fallen würde. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum wichtigsten Punkt. Und das ist die Leistung, ja. Bosch verspricht ja hier 150 Newtonmeter und sagt, das ist der stärkste 18 Volt Akkuschrauber der Welt. Und diese Leistung kann im Grunde genommen nur rausgeholt werden in Verbindung mit so einem Procore-Akku, in Verbindung mit dem B-Turbo Brushless Motor, was ja wirklich immer mehr Geräte haben. Und hier erreichen wir Leistungen wie mit Netzmaschinen. Ja? Wenn wir den anstecken, haben wir die volle Power, aber auch das Gerät kann weiterhin mit Akkus betrieben werden. Seit 2008 ganz normale 18 Volt Akkus und der Akkuschrauber funktioniert trotzdem. Aber dann eben nicht mit der vollen Leistung. Aber wir wollen ja die volle Leistung und deswegen nutzen wir den Procore und fragen wir uns einfach mal, was ist denn die Ansprechgruppe für so ein Gerät? Ja, der Schreiner im Küchenbau ist es sicherlich nicht, der Schreiner im Möbelbau wahrscheinlich auch nicht, aber wir haben Dachdecker, wir haben Zimmerleute, wir haben natürlich auch Schreiner, die in Holzständerbauweise Bauwerke errichten, egal ob Gartenhäuser oder richtige Wohnhäuser, ja, und da ist das natürlich dann genau das richtige Gerät für große, dicke Schrauben, für lange Schrauben, für Forstnerbohrer, für große Durchmesser, für Flachfräsbohrer. Ja, solche Sachen für Schlangenbohrer, ja, das sind solche Sachen, wo dieses Gerät seine volle Leistung ausschöpfen kann und wo man diese Leistung eben auch braucht. Ja, und ich würde sagen, hier gucken wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Ja, wie wir das sehen konnten, hatte der Akkuschrauber wirklich überhaupt keine Probleme mit hier in diesem Holz, auch unter Druck, unter ordentlich Druck, mit diesem 50 mm Forstnerbohrer hier rein zu marschieren oder auch der Flachfräsbohrer 26 mm ist nun mal der größte, den ich jetzt hier habe, war auch überhaupt kein Akt hier, um die Kurve zu bohren. Das sind alles solche Sachen, die ich da ohne Probleme mitmachen kann. Natürlich auch noch Lochsägen, ähnlich wie ich das hier habe. Aber das setzt dann natürlich immer voraus, dass das Gerät sicher gehalten werden kann. Und da gibt Bosch auch ganz klar in seiner Bedienungsanleitung an, dass dieser Akkuschrauber nur in Verbindung mit dem Zusatzhandgriff bedient werden darf und das auch, obwohl er die Kickback Control hat. Ja, Kickback Control ist vielleicht vielen von euch schon geläufig. Ich habe das ja bei anderen Akkuschraubern auch schon. Und zwar ist es so, wenn das Werkzeug hier meinetwegen in einem Balken auf einen Nagel trifft, nur mal als Beispiel, und das Werkzeug hier verkantet im Holz, man sieht es nicht und schlägt plötzlich aus, ja, habe ich dann das Gerät nur in einer Hand, kann es mir passieren, dass es das Handgelenk ja zerreißt, weil einfach das Gerät automatisch zwanghaft festgehalten wird und der Akkuschrauber hat ja einfach so eine Leistung, da ja, wollen wir gar nicht dran denken. Dieses Gerät oder viele andere haben ja auch schon die Kickback Control verbaut, um dass ich wieder auf die Spur jetzt hier komme. Und zwar ist es einfach so, wenn das Werkzeug ja, verkantet, dann stoppt die Elektronik
den Motor sofort und hört auf zu drehen. Ja, ich demonstriere das mal ganz kurz. Ich lasse ihn drehen und simuliere quasi mit einer schnellen Umdrehung das Verhaken von dem Werkstück. Ja, wir sehen hier, die LED blinkt, die weitere LED blinkt nochmal rot und signalisiert mir so, hey, hier ist ein Stopp. Ja, das Gerät wurde automatisch angehalten. Und gehe ich dann von dem Gasgebeschalter runter, lasse ihn los, sehen wir, ist hier wieder grün und ich kann ganz normal weiterarbeiten. Ja, es gibt aber auch Punkte, da muss die Kickback-Control ausgeschaltet werden. Zum Beispiel, wenn ich eben mit Lochsägen arbeite. Ja, weil Lochsägen ja doch einen relativ großen Durchmesser haben. Und dann kann es schon öfter mal passieren, dass es mal kurz hakt und sich verkantet. Und dann würde natürlich hier die Elektronik zu schnell das Gerät abschalten. Und das wollen wir in dem Fall nicht. Und aus diesem Grund können wir das hier mit diesem kleinen Knopf, den ich hier vorne dran habe, abschalten, indem wir da einmal drauf drücken. Ja, und eine LED leuchtet jetzt orange, ja, kann man das so sehen, und zeigt mir so kontinuierlich an, Achtung, hier ist die Kickback-Control ausgeschaltet. Ja, jetzt kann ich mit der Lochsäge ohne Probleme arbeiten und auch wenn es mal kurz verhakt, muss ich natürlich ordentlich festhalten. Konnte ich den Effekt einigermaßen darstellen, auch wenn ich hier mehrere Anläufe gebraucht habe. Wie wir gesehen haben, dass dann die Kickback-Control ausgelöst hat. Wir müssen natürlich auch bedenken, ich habe das Gerät sicher gehalten mit zwei Händen und ja, der Durchmesser von der Bohrkrone ist natürlich auch relativ dünn und die Wahrscheinlichkeit, dass das auslöst, ist natürlich umso größer, je größer auch der Durchmesser von dieser Lochsäge ist. So, kommen wir zu einer weiteren Funktion, die ich wirklich sehr, sehr cool finde. Und zwar besitzt dieser Akkuschrauber hier einen eingebauten Neigungssensor. Der es mir ermöglicht, mein Bohrloch oder meine Verschraubung in einem vorher festgelegten Winkel auszuführen. Ja, ohne dass ich das Ganze abschätzen muss. Ja, und zwar kann ich hier im User Interface auf dieses Knöpfchen drücken. Und da gibt es zwei vorher festgelegte Winkel. Das sind einmal 45 Grad und 60 Grad. Und dann gibt es noch ein drittes Symbol. Das ist ein Smartphone und das zeigt natürlich an, dass ich hier den Winkel frei definieren kann. Ich kann das in der App einstellen, welchen Winkel ich haben möchte. Werkseitig ist es auf 90 Grad eingestellt und das lasse ich jetzt in meinem Fall auch so, weil dieser Winkel eben für mich meistens ja, der wichtigste ist. Ja, wie wir es eben schon sehen konnten, hat es hier oben geblinkt. Ich zeige es gerne nochmal. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Smartphone-Symbol hier oben. Blinkt die LED und das Blinken zeigt mir an, dass eben dass das Gerät kalibriert wird. Ja, kalibriert auf die Fläche, wo er gerade drauf steht. Ja, und 90 Grad ist dann natürlich genau senkrecht hierzu. Und wenn wir den Akkuschrauber nehmen und senkrecht halten, dann sehen wir gleich, dass hier oben eine LED anfängt zu blinken oder aufzuleuchten. Und die ist zum einen entweder gelb oder grün. Und grün ist natürlich der richtige Winkel, gelb noch nicht so ganz. Und das Schöne ist, wir haben das hier nicht nur in dieser einen Achse, sondern eben auch noch in der zweiten. Ja, und somit können wir sicher sein, dass das Bohrloch dann wirklich in der richtigen Winkeleinstellung vonstatten geht. So, und um das Ganze auch mal etwas realitätsgetreuer darzustellen, habe ich hier wieder meinen Balken aufgebaut. Und ich möchte genau gerade in diesen Balken eine Schraube eindrehen. Ja, habe mir hier schon eine zurechtgelegt, die soll quasi genauso rein. Nicht so, sondern gerade. Und dazu nehme ich hier den Akkuschrauber, halte den hier an diese Senkrechte an, wähle das Handysymbol aus und warte, bis er kalibriert hat. Das Ganze ist jetzt schon erledigt. Und wenn wir sehen, ich halte den so gerade, dann leuchtet das Ganze schon grün und ich kann meine Schraube im richtigen Winkel eindrehen. Ja, ich finde, das hat wirklich gut geklappt und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die App eingehen. Ja, also viele halten das ja vielleicht für eine Spielerei. In dieser Funktion
oder in dieser, mit dieser Möglichkeit finde ich das jetzt eine wirklich hilfreiche Sache. Ja, und wir haben natürlich nicht nur diese Sache, die wir mit der App einstellen können. Wir können zum Beispiel auch die Beleuchtung einstellen. Das bedeutet, wenn ich hier drauf drücke, wie lange diese LED nachleuchtet oder wie hell diese LED leuchtet, dann kann ich einstellen, wie lange diese Signal-LED leuchten soll, wie lange sie nachleuchten soll. Wir sehen jetzt, sie leuchtet relativ lange. Und das sind solche Sachen, die kann ich in der App bei diesem Gerät jetzt einstellen. Ich sagte ja am Anfang, dass hier in dieser Variante noch kein Bluetooth-Modul dabei ist. Das kann ich aber ohne Probleme hier nachträglich einbauen, indem ich einfach das Deckelchen öffne und so einen Platzhalter ausräume und eben dieses Modul dann einsetze zusammen mit der Batterie. Und dann kann ich in der App das Gerät suchen. Das funktioniert innerhalb weniger Sekunden und ich kann die Einstellungen vornehmen. Ja, es sind aber nicht nur die Einstellungen, die ich hier vornehmen kann, sondern ich kann auch zum Beispiel Gerätedaten auslesen, wie die Seriennummer, oder ich habe die Möglichkeit, direkt einen Reparaturauftrag zu veranlassen, falls das Gerät kaputt geht und ich möchte es einschicken. Und das sind solche Sachen, die ich alles mit der App machen kann. Ja, das waren soweit die wichtigsten Funktionen und ihr wollt ja immer ein Fazit von mir haben. Und von daher, bei mir fällt das hier zu diesem Gerät durchaus positiv aus. Man merkt, das ist eine deutliche Weiterentwicklung hier zu dem Vorgängermodell. Oder ja, meiner ist ja noch ein Vorgängermodell, das ist der 85C. Und man merkt einfach diese intelligente Nutzung der neuen Technologien, die man dadurch hat. Ja, also es werden Sensoren eingebaut im Zusammenspiel mit der App. Ja, und das macht dann für mich auch alles irgendwo Sinn und macht Spaß und finde ich wirklich gut. Ja, also so viel dazu. Verarbeitung nach wie vor, beide Geräte, ja, auch das ältere schon absolut top. Wir haben hier nochmal mehr Gummi verbaut, wirkt hochwertiger, liegt super in der Hand und das Gehäuse ist wirklich einwandfrei. Das Einzige, was ich gesehen habe, hier unten haben wir ein bisschen scharfe Kanten, aber das ist ja hier zu vernachlässigen aus meiner Sicht. Ja, mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was euch bei dem Gerät am besten gefällt und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das von unten in die Kommentare reinschreibt. Und ja, ansonsten bin ich fertig und bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann sage ich nur tschüss und bis zum nächsten Mal.